Nachdem es ein Derby ist, ist es natürlich immer spannend. Ja? Und man hat auch im Vorfeld eigentlich schon ein wenig Angst. Ja? Aber nachdem die ersten 25 Minuten so gut gelaufen sind, wir haben bloß kein Tor geschossen, war ich eigentlich dann sicher, dass wir gewinnen. Ja? Wir haben zwar die nächsten 30 Minuten ein wenig verschlafen, aber wir haben auf jeden Fall wieder sind wir zurückgekommen. Ja? Und das hat auch dann ausgemacht, die Tore. Ja? Die haben wir ja wirklich mit Spielszenen haben wir die geschossen. Wir sind noch ungeschlagen in Mittelfranken. Wir haben sehr gute Junge und muss sagen, das ist alles so eine Gruppe, die wo einfach fast gleich stark ist. Also auf jeder Position. Der Gegner ist jetzt am Donnerstag Büchenbach. Ist aber schlecht für uns, weil dann fehlen für uns 4 Stück, weil es um 18.15 Uhr gespielt wird. Ich sage mal, es liegt an uns, wenn wir es verhauen jetzt. Ja? Also wir wollen eigentlich aufsteigen, ja? Ganz klar.